Herzlich willkommen bei einem neuen Tourenvideo von SAPTV, diesmal aus Niedersachsen von der Luhe. Ich möchte heute von Luhmühlen bis Winsen an der Luhe paddeln. Knapp über 20 Kilometer ist die Tour. Hinter mir seht ihr schon die Luhe und den Einstieg direkt an der Hauptstraße. Ihr hört vielleicht im Hintergrund auch immer mal ein Auto entlang fahren. Es warten einige Wehre, einige kleinere Stromschnellen. Ich schaue mal, ob ich da durchpaddeln kann. Ich habe nämlich heute die Klappfinne angebracht, sodass dann auch flaches Wasser, Steine im Wasser, Stöcke im Wasser kein Problem darstellen sollten. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange, sondern starten direkt mit der Tour, weil hinter mir kommen jetzt einige Autos. Ein Kanuverleih ist hier nämlich auch. Und ich glaube, heute ist eine größere Kanutour geplant. Und mit denen möchte ich natürlich nicht in die Quere kommen. Das heißt, ich starte jetzt direkt aufs Wasser. Das ist hier direkt an der Straßenbrücke. Da hinten ist der Parkplatz. Dann kann man hier runtergehen und hat hier eigentlich einen wunderbaren Einstieg, um direkt auf die Luhe zu starten. Man sieht aber auch, dass hier ordentlich Fließgeschwindigkeit drauf ist. Im Schnitt sollen das auf der gesamten Strecke ungefähr 4 km/h sein. Und das Wasser ist jetzt durch die Regenfälle die letzten Tage auch etwas trüb. Ich sehe aber da unter der Wasseroberfläche, vielleicht könnt ihr das auch erkennen, Steine. Knapp 9:30 und ich befinde mich jetzt auf dem Wasser. Hinter mir kam tatsächlich noch welche mit einem Faltboot und der angesprochene Kanuverleih. Ich denke, die werden auch um 10 starten. Das heißt, ich bin jetzt eine halbe Stunde den anderen voraus und direkt im ersten Abschnitt hat man ordentlich Action. Tief hängende Bäume, eine hohe Fließgeschwindigkeit, einige Windungen. Das heißt, ich musste mich schon 10-mal hinsetzen, wieder aufstehen. Es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, hätte ich das alles so ein bisschen im Knien abgepaddelt. Ja, so hatte ich gleich ein bisschen Action schon zum Start. Hier ist jetzt aber ein etwas geraderer Abschnitt. Aber ihr seht vielleicht auch, ich komme ziemlich zügig voran, selbst ohne dass ich paddel, weil hier ist Fließgeschwindigkeit, aber auch tief hängende Bäume, teilweise Steine im Wasser. Also ich glaube, die Klappfinne war heute die richtige Entscheidung. Hier viele Pferde. An den ganzen tief hängenden Bäumen liegt es wahrscheinlich auch, dass die Tour bei Stand-Up-Paddlern nicht so beliebt ist, obwohl man kann den Teil natürlich auch einfach im Knien paddeln. So hat mir zumindest der Kanuverleih gesagt, dass man hier sehr, sehr selten nur Stand-Up-Paddler sieht. Vielleicht können wir das ja ändern, denn ich habe euch natürlich wie immer eine Karte erstellt, sodass ihr die Tour nachpaddeln könnt. Diese findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung verlinkt, mit einer ausführlichen Beschreibung mit Parkplatz, Einstiegspunkt und natürlich den Ausstiegspunkt. Möglichkeiten. Der Startpunkt ist ja auch bekannt für das Reiten. Dort ist ein großer Turnierplatz in Luhmühlen. Deshalb wahrscheinlich auch die ganzen Pferde hier rundherum auf den Wiesen. Es ist einfach ein Pferdeort. Ja, und hier die Tour auf der Luhe erinnert mich bisher
an die Äste so ein bisschen, wo auch sehr viel tiefhängende Äste waren, wo es dann auch eine kleine Herausforderung war. Ja, es ist hier wirklich Action pur mit den ganzen tiefhängenden Ästen. Ich muss mich immer wieder bücken, um hier vernünftig durchzukommen, den besten Weg zu finden. Aber natürlich idyllisch und ruhig. Was will man mehr? Also das ist Action. Action-Abenteuer-Tour. Ich schleiche mich mal ein bisschen an. Da vorne habe ich nämlich gerade einen Eisvogel gesehen. Vielleicht kriege ich den auf Kamera. Der war hier Höhe des Busches eben gerade. Natürlich sehr gut zu erkennen an dem Gefieder. Ich freue mich immer so, wenn ich die sehe. Schade, ist nicht mehr da. Ja, aufgrund der Distanz natürlich, aber auch aufgrund der Fließgeschwindigkeit, den tiefhängenden Bäumen, Ästen, den Windungen, der Strömung, ordne ich diese Tour als fortgeschrittene Tour ein. Man kann die Distanz aber natürlich auch verringern. Die Ausstiegsmöglichkeiten dafür habe ich euch auch auf der Karte verlinkt. Und mit dem SUP ist es auf jeden Fall um einiges anspruchsvoller als mit dem Kanu. Falls ihr das Ganze mit dem Kanu machen wollt, habe ich euch auch den Kanuverleih, der hier Touren anbietet, in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist jetzt einfach mal unbezahlte Werbung, aber letztendlich machen wir ja alle Wassersport und da kann man sich ruhig auch mal gegenseitig unterstützen. Ja, die Luhe kann ja tatsächlich auch nur bis Winsen an der Luhe bepaddelt werden. Irgendwann fließt die Luhe dann in die Ilmenau. Auf der Ilmenau haben wir auch schon mal eine Tour gemacht. Ist bei weitem nicht so idyllisch wie jetzt hier, gerade dieser erste Abschnitt der Luhe. Das ist schon wirklich Action mit den tiefhängenden Bäumen. Man kommt aber natürlich dadurch auch langsamer voran, als man denkt, weil man sich immer wieder hinhocken muss, hinknien muss, runtergehen muss, gucken muss, wo sind die Strömungen, wo sind die Äste. Es ist tatsächlich nicht ohne, macht aber dadurch natürlich unglaublich Spaß. Ja, mit Leash, Hüftleash natürlich, mit Schnellverschluss auf dem Wasser gestartet. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich damit unwohl fühle, weil die Bäume so tief hängen, dass ich immer Angst habe, dass ich mit der Leash hinten irgendwo hängen bleibe, dass sie sich irgendwo verhakt, ich vom Bord geholt werde. Deshalb habe ich die Leash jetzt hinten mal im Gepäckgummi festgemacht, abgemacht. Es ist nun mal eine Flusstour. Man weiß nie, ob sich die Leash irgendwo verfangen kann oder verfängt. Deshalb ausschließlich Hüftgurt mit Schnellverschluss. Ich habe jetzt knapp über 4 Kilometer und bin tatsächlich zurzeit sehr begeistert von dieser actionreichen Tour. Die ist wie im Flug vergangen bisher, die Tour. Es macht so viel Laune hier mit den ganzen tiefhängenden Ästen. Klar muss man auf sowas auch Bock haben. Man sollte auch vielleicht nicht das Vollcarbon-Paddel nehmen, weil teilweise hat man gerade in Ufernähe immer mal wieder Grundkontakt mit dem Paddel. Es ist trotz des hohen Wasserpegels hier jetzt nicht besonders tief.
tief stellenweise und man muss teilweise den Weg nah am Ufer entlang wählen, weil das der einzige Weg ist, um die Bäume zu kommen. Das heißt, das Vollcarbon-Paddel würde wahrscheinlich komplett zerkratzt am Ende dabei rausgehen. Und ich empfehle auch definitiv die Klappfinne von Intalfins. Eine super Finne, die zwar den Geradeauslauf minimal einschränkt, das heißt, der wird nicht so gut sein wie mit einer Touring-Finne. Dafür hat man dann hier keine Probleme mit Steinen im Wasser, irgendwelchen Ästen im Wasser, da bleibt man definitiv nicht hängen. Und hier bei diesen ganzen Windungen hier auf der Lur ist ein guter Geradeauslauf auch gar nicht der entscheidende Punkt. Das heißt, diese Finne, wir nutzen sie jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren ungefähr, können wir absolut weiterempfehlen, gerade für solche Flusstouren. Ja, und hier jetzt einmal eine der halbwegs geraden Stellen. Deshalb habe ich jetzt auch mal was wieder in die Kamera gesagt. Ansonsten entschuldigt bitte, wenn ich hier nicht ganz so gesprächig bin bei dieser Tour, weil man wirklich damit beschäftigt ist, aufzustehen, sich hinzusetzen, zu schauen. Man hat wenig Anlegemöglichkeiten jetzt die ersten Kilometer, außer halt im Kehrwasser. Aber man muss natürlich hier auch sehr aufmerksam sein, damit man nicht baden geht. Ja, nach knapp 5 Kilometern, man kommt von hier oben runter, hat man das erste Wehr, was umtragen werden muss. Das heißt, man kommt hier auch nicht durch. Sieht man ja, hier ist das Wehr. Man paddelt im Grunde hier weiter und dann ist hier eine wunderbare Ausstiegsstelle. Und dann folgt man einfach hier dem Weg und kann direkt hier hinter dem Wehr dann wieder einsetzen. Hier das Wehr jetzt von der anderen Seite. Hier sieht man ja, das ist, glaube ich, so eine Art Fischtreppe, wo dann die Fische hoch können. Hier kommt man runter, hier geht's weiter. Erstmal mit ordentlich Fließgeschwindigkeit. Region, und so habe ich es zumindest im Internet gelesen, war mal eine der größten oder die größte Forellenzucht in Europa. Ich kann mir das gar nicht vorstellen irgendwie. 300 Becken sollen hier gewesen sein, wo Forellen gezüchtet wurden. Ich glaube, auch heute kann man hier immer noch Forellen fangen, angeln, aber dann halt so dieser klassische Forellenteich. Kilometer 8,2 haben wir jetzt hier so eine Schwallstufe
Und was man jetzt hier sehr schön sieht, ist, dass da ordentlich Druck drauf ist, weil es die letzten Tage geregnet hat. Man würde wahrscheinlich mit dem Support durchkommen, aber es kann passieren, dass man da baden geht. Also schon etwas anspruchsvoller durch den hohen Wasserpegel zurzeit. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, da nicht durchzupaddeln. Ich möchte nämlich nicht baden gehen. Hier kann man aber auch wunderbar aussteigen. Das Ganze einmal umtragen, hier wieder einsetzen und dann weiter paddeln. Für so Sohlschwellen, Waldschwellen gilt eher, gerade wenn ihr sie nicht kennt, die Strömung nicht richtig erkennen, lesen könnt, eher nicht bepaddeln, weil das Board hat definitiv Grundkontakt, die Finne hat Grundkontakt, es ist sehr felsiger Boden und wenn man da vom Board absteigt, kann ja selbst im Knien passieren, dann kann das schon ganz schön wehtun. Das heißt, wir empfehlen, sowas eher zu umtragen, vor allem wenn man noch keine Wildwassererfahrung hat oder einfach nicht das richtige Equipment dabei hat. Da ist man auf der sicheren Seite, niemals überschätzen, überheblich sein, weil das führt nur zu Verletzungen. Ich bin jetzt knapp über 10 Kilometer unterwegs, bin jetzt an der Ausstiegsstelle in Garstedt. Hier gibt es auch einen riesigen Parkplatz, das heißt, man kann auch nur bis hierhin paddeln. Etwas kürzere Tour dann, hier gibt es diverse Pauseplätze, Sitzplätze, ist heute nichts los, glücklicherweise. Aber ich kann mir vorstellen, am Wochenende ist das hier ein beliebter Rastplatz für Wasserwanderer. Ich habe mein Boot jetzt mal hier hingepackt und ich werde mich jetzt auch auf eine der Bänke setzen und eine kleine Pause machen. Ja, und ich denke, mein Board zeigt ganz gut, wie viel Kontakt ich mit Büschen, Bäumen hatte. Habe ordentlich Blätter gesammelt, Äste gesammelt, Grünzeug gesammelt. Das Board muss danach auf jeden Fall erstmal gereinigt werden. Ich bin wieder auf dem Wasser unterwegs und jetzt in diesem Abschnitt geht es im Grunde genauso weiter wie auch schon den ganzen Rest. Knackige Windungen, gute Fließgeschwindigkeit, überall tief hängende Äste. Also es bleibt auch nach 10 Kilometern hier actionreich und anspruchsvoll. Aber irgendwie macht das auch den Reiz dieser Tour aus. Ich hatte, glaube ich, in diesem Jahr noch keine so reizvolle, schöne Tour, die so viel Action geboten hat. Und ich glaube, ich bin auch noch nicht so viel im Knien und Liegen gepaddelt wie jetzt hier bei dieser Tour. Aber ja, mir macht es irgendwie Laune. Und ich denke, es ist gerade für Actionsuchende genau das Richtige. Vor allem jetzt hier mit dem Stand-Up-Paddleboard. Nach ca. 12,7 Kilometern hat man hier jetzt die nächste Pause und auch Ausstiegsmöglichkeit, wieder mit Parkplatz, kleinen Bänken und einem Dixi-Klo. Das ist jetzt hier die Ausstiegsstelle Balburg Neues Land. Das ist Kilometer 12 der Lur. Das heißt, wir nähern uns langsam dann auch Winsen an der Lur. Hier sieht man auch einmal die Tierwelt. Eisvögel habe ich jetzt schon diverse gesehen. Also wirklich schön, dass die hier so zahlreich vertreten sind. Und auch ein Fischotter tatsächlich. Ich habe vermutet, dass es einer war. Ich habe ihn jetzt nur ganz kurz erhascht am Ufer und dann war er auch schon verschwunden. Aber ein Otter habe ich tatsächlich auch schon gesehen. Ist natürlich echt cool, dass es die hier an der Lur gibt. Hier jetzt auch noch einmal eine Übersichtskarte. Ich bin gestartet hier in Luhmühlen, bin dann hier hochgepaddelt, hatte hier die Schwallstufe, hier das erste Wehr, was ich umtragen habe. Und jetzt bin ich hier, Balburg, Neues Land, auch wieder eine Möglichkeit, eine Pause zu machen. In 5 Kilometern wartet das Wehr in Ludorf auf mich, die längste Umtragestelle mit ca. 150 Metern. Und dann ist es gar nicht mehr so weit,
bis nach Winsen-Luhr. Hier beim Spielplatz wartet Franzi mit den Jungs auf mich. Ich habe jetzt schon knapp 13 Kilometer. Bisher eine so wunderschöne Tour. Unglaublich idyllisch. Jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Ich paddel jetzt knapp 2 Stunden 50. Inkludiert eine kleine 10-minütige Pause. Ich muss sagen, bisher bin ich so begeistert von der Luhr. Auch, dass ich bisher alleine unterwegs bin. Aber das ist so gut ausgebaut, was das Wasserwandern angeht, mit so guten Anlegestellen. Also wenn ihr diese Tour nachpaddeln wollt, unbedingt unter der Woche und möglichst früh auf dem Wasser starten. 9 Uhr dürft ihr ja schon aufs Wasser. So langsam sind hier wieder Häuschen links und rechts. Das sind schon die ersten Ausläufer dann von Winsen-Ludorf. Hier ist jetzt auch wieder eine Straßenbrücke, eine Hauptstraße, so wie es aussieht. Nämlich ziemlich stark befahren. Und hier sieht man jetzt sehr schön den hohen Wasserpegel. Teilweise sind hier sogar die Felder nebenan überflutet. Ich denke, das wird hier nicht immer so sein. Seid ihr auch schon mal auf der Luhr gepaddelt oder habt dieses in Zukunft geplant? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Vielleicht haben wir euch mit diesem Video ja auch inspiriert. Ansonsten freuen wir uns immer auch über eure Tourenideen, wenn ihr uns einfach mal eure Lieblingstouren in die Kommentare schreibt. Das ist ja so. Nach ungefähr 17 Kilometern, hier paddelt man runter, kommt man dann an das Sperrwerk in Ludorf. Da ist auch ein Seil gespannt, dass man da auf gar keinen Fall weiter paddeln soll, mit 2 Lebensgefahrschildern. Man hört da hinten auch schon das Wasser rauschen, hier aber eine wunderbare Ausstiegsstelle. Jetzt muss ich das Ganze hier in diese Richtung einmal 150 Meter umtragen. Diesmal habe ich aber den Zapmover dabei, das heißt den kleinen Kanuwagen im Dryback verstaut. Den bringe ich jetzt an und dann ziehe ich das Ganze entspannt einmal um das Wehr. Hier kommt man runter, dann kann man hier einsteigen, aber auch auf der anderen Seite gibt es eine Einstiegsmöglichkeit wieder auf die Luhr. Wir paddeln jetzt aber noch auf die letzten Kilometer Richtung Ziel. Und hier sieht man vielleicht sehr schön, dass sich der Charakter der Luhr jetzt auch so ein bisschen geändert hat. Das Ganze wirkt jetzt viel bewohnter. Da hinten ist eine Hauptstraße, eine Brücke. Da seht ihr die großen Windräder. Man hat hier jetzt auch richtig schön Weitsicht über die Felder, was auch sehr schön ist. Ich glaube, das macht diese Tour dann auch unterm Strich so abwechslungsreich und toll.
Ja, was ihr hier im Hintergrund seht, ist im Grunde schon Winsenluhe. Hier hinter ist direkt das Krankenhaus Winsenluhe. Und wenn wir nach vorne schauen, sehen wir da hinten schon die Eisenbahnbrücke. Dahinter kommt dann auch direkt die Hauptstraße. Und dann beginnt auch schon der Teil der Innenstadt, wo dann auch der Luhe-Spielplatz ist, wo wir mit den Kindern wirklich schon oft waren und wo Franzi jetzt auch auf mich wartet. Das heißt, ich bin jetzt gleich am Ziel. Für euch jetzt noch mal ganz kurz die Befahrungsregeln. Befahren werden darf die Luhe nur zwischen 9 und 18 Uhr. Ein Ausstieg nur an den offiziellen Punkten. Das heißt, hier ist nicht einfach irgendwo auf der Wiese, auf Privatgrund oder so, sondern bitte, bitte die offiziellen Ausstiegspunkte nutzen. Und sie darf nur in eine Richtung gepaddelt werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass es aufgrund der Strömung in die andere Richtung schwierig werden könnte. Das also nochmal grob zusammengefasst, die Befahrungsregeln für die Luhe. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich von Anfang bis Ende begeistert. Ich bin am Endpunkt der Tour in Winsen an der Luhe, Ausstieg Spielplatz. Tatsächlich eine wunderbare Tour, 21,5 Kilometer habe ich jetzt auf der Uhr. Ich kann sie euch nur weiterempfehlen. Am Anfang sehr idyllisch, sehr anspruchsvoll, was aber natürlich auch mit der Fließgeschwindigkeit, den tiefhängenden Bäumen richtig herausfordernd ist und richtig Spaß macht. So verfliegt die Zeit, so verfliegen die Kilometer. Und ich muss sagen, ich kann sie von Anfang bis Ende empfehlen. Es hat anspruchsvolle Passagen, man sollte nicht ein zu langes Board nehmen. Ich hatte jetzt ein 12-6er, mit einem 11-6er wäre ich teilweise noch etwas besser um die Kurven gekommen. Das heißt, eine gewisse Wendigkeit sollte euer Board schon mitbringen. Ansonsten aber ganz klare Empfehlung für die Stand-Up-Pedal-Tour hier auf der Luhe. Ich habe euch natürlich alle Einstiegspunkte, Ausstiegspunkte, Parkplätze und so auf einer von uns erstellten Karte markiert. So könnt ihr die Tour ganz entspannt auch an euer Level angepasst mit der passenden Distanz nachpaddeln. Wenn euch diese Tour gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, natürlich auch gerne ein Abo. Damit könnt ihr uns mit nur einem Klick unterstützen. Und ich würde sagen, ganz viel Spaß beim Nachpaddeln.